wusste schon immer, wenn ich mich nochmal schwer verletze, muss ich mir Gedanken über meine Zukunft machen. Auch wenn ich den Fußball sehr liebe, aber man muss halt auch irgendwann auf seinen Körper hören. Und anscheinend ist mein Körper für dieses Geschäft dann doch nicht gemacht. Ich bin Maximilian Zimmer, 27 Jahre alt, komme aus Berlin, bin ehemaliger Fußballspieler und fange jetzt meine Umschulung bei Alphasport an. Platz, den Fußball in meinem Leben einnimmt, ist natürlich riesig. Das erste Mal einen Ball am Fuß hatte ich, glaube ich, als kleiner Junge, weil ich schon immer verrückt nach Fußballen war, schon immer verrückt nach Sport. Ja, so richtig los im Fußball ging es, einem ganz kleinen Verein bei mir um die Ecke. Und irgendwann hat sich halt herauskristallisiert, dass man vielleicht doch ein bisschen mehr Talent hat als die anderen. Ja, und dann hat mich irgendwann Hertha in die Jugend geholt und dann ging es eigentlich ziemlich schnell, dass ich dann dahin gewechselt bin. Die DFB-U-Mannschaften waren natürlich eine richtig geile Zeit. Man hat viele Erfahrungen gesammelt, viele Menschen kennengelernt, mit denen ich auch heutzutage noch Kontakt habe. Meine damaligen Mitspieler, so Götze, Mustafi, Ter Stegen, die jetzt alle große Stars geworden sind, sogar Weltmeister geworden sind. Ich freue mich für die Jungs, ich habe es immer jedem gegönnt. Meine Träume und meine Ziele waren natürlich, ganz nach oben zu schaffen in die Bundesliga. Viele Leute haben mir auch vorausgesagt, dass ich es schaffen kann. Jetzt hat es nicht ganz geklappt, auch aufgrund vieler Verletzungen, aber nichtsdestotrotz gucke ich positiv auf meine Karriere zurück. Ja, 2010 habe ich mir jetzt erstmal das Kreuzband gerissen. Es war natürlich ein ganz schöner Einschnitt dann als junger Mensch. Und gerade weil es immer bergauf ging, hat man dann halt mal eine andere Seite kennengelernt. Ich habe mich vorher noch nie irgendwie mit Verletzungen oder dergleichen auseinandergesetzt. Und in dem Moment spürt man einfach eine Leere und weiß noch gar nicht, was auf ihn zukommt. Der erste Kontakt generell fand ja mit Alphasport statt, da die erstmal meinen Unfall aufgenommen haben. Die haben sich dann von Anfang an um mich gekümmert, auch zu welchem Arzt ich gehe und wann ich mich operieren lasse und wie die Chancen nach so einer OP überhaupt sind. Wenn man es sein Leben lang gemacht hat und dann auf einmal stehst du 2 Jahre nicht mehr auf dem Platz, du siehst, wie die anderen immer weiter nach oben kommen bzw. erfolgreich sind und irgendwie ihren Weg gehen und du selber bist aber in der Reha und kannst nicht viel machen, dann tut es schon extrem weh. Die Reha-Arbeit ist sehr, sehr schwer. Ich glaube, ich war auch jeden, der mal verletzt war, oder jeden Fußballer, jeden Sportler, der durch so eine Zeit geht, weiß, wie hart es ist. Als ich mich dann zurückgekämpft habe, habe ich dann erstmal halt in der Regionalliga Fuß gefasst, weil ich bei Hertha nicht mehr ganz in den Tritt gekommen bin. Und dann habe ich gemerkt, dass es dann doch wieder ganz gut geht. Ich wurde halt wieder fit. Ja, aber nach den 2 Jahren Verletzung habe ich schon gemerkt, dass es nie wieder so ist, wie es davor war. Ja, meine Konsequenzen aus dem dritten Kreuzbandriss waren eigentlich ziemlich klar, weil ich wusste schon immer, wenn ich mich nochmal schwer verletze, muss ich mir Gedanken über meine Zukunft machen. Von daher wusste ich, dass ich mich auf jeden Fall umorientieren will und habe jetzt ja auch mit Alphasport dann eine gute Chance. Ich glaube, mit meiner Geschichte ist Alphasport für mich oder auch für ganz viele Sportler ein wichtiger Ansprechpartner. Und so sehe ich positiv eigentlich in die Zukunft, dass sich das jetzt alles in die richtigen Bahnen dreht.